back, you bitches! Malaywa! Dirty back, you bitches! Follow me! Dave, come on! Nero! Come on! Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ignore him! Come on, we gotta get this thing ready before we talk. Let's go. Here, pass me that. Oh yeah! There she is! Liberty City! Yeah. You ever been? No. Crazy place, Nico. What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big, own a nice place, get a dog, a house, live the dream. Like my cousin. Oh yeah? Yes, he's got the love, house, women, cars, parties. He writes me in these wild emails, and after I got into trouble, I thought maybe, then I got this gig, and I spent the next 7 months with you fine people, and I forget. After the war finished, I couldn't get a job. Nobody could. I did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Could be. Grand Theft Auto 4. Der amerikanische Traum. Nico, my cousin! Hey. I can't believe you're here! Welcome to America! Bravo, Barazzaru! What? Good to see you, man. What? You forget our language? Capusi? Maybe a little. I've been here 10 years. You could speak English. Remember, we learned off the English girls with the big... A little. I'm not so good. You'll be fine. Better than my Serbian. Ah! So good to see you, cousin. I can't believe you made it. Shit, I have to tell you, I had quite a night last night. Two women. The land of opportunity. Ah! I've made it. Oh! Shit, man, I'm still a touch drunk. A touch? My cousin is here! Oh, back Rome, up to Rome, come on, relax. Whatever, buddy. Just take over the world someplace else, yeah, all right? Buddy. You're in the goddamn world. Screw you! Screw you all! My cousin is here, Nico Bellic! He's the fucking man, bitches! Roman, come on, let's go. To the mansion, huh? Yes, the mansion! Maybe you should drive. Oh, maybe I should. Okay. Hey, is this a cab? Where's the sports car? It's in the shop. Come on! Drive us to our place on Mohawk. He's just up the road. I'll let you know when we're there. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Grand Theft Auto 4 mit Nico Bellic in Liberty City. Jawohl, und wir haben unseren guten Cousin Roman schon getroffen. Everyone like us does.
We are passing the cab office, Nico. This is the business that will take us to the top of the pile. Nico, you ever had two women at once? Four big titties to be playing with? Misa sam da će umreti i otići joj raj, čoveče! Ne mogu da kažem, da imam. Cousin, it's been too long. You should have come out earlier. Think of all the girls you've been missing out on. Our country has women too. Yes, but only locals. Here we have white, black, the Puerto Ricans and the Asians, Europeans on vacation, scared Canadians, bored housewives from the Midwest. Every possible choice. The city is like a big Udermilken ice cream shop. 36 flavors of titty. Hove Beach is a little corner of Eastern Europe. Kako šamantno. Hove Beach, next to the docks. Ja, das sind doch wunderschöne Aussichten und wir fahren jetzt mal in die gelbe Markierung. Do not make it very far from the boats they come in on. This is the mansion? Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. Eine wunderschöne Traumvilla, auf jeden Fall. Come in, come in. Make yourself at home. What's mine is yours. Got him! Little bastard. If he paid some rent, I wouldn't care. Oh, shit. Oh, that's not nice. Oh, cousin. It's so good to see you. Shit. Oh, I need to change anyway. So, you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches, I got the best pets! Screw you, you idiot! Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here. All I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Why you leave home after all this time? First I hear you are running with the wrong kind. Then I hear you joined the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean, no? No, I never tell you anything. Another time. Mystery man, strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you! No, it's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young and very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Are you sleeping, you fat fuck? No, come on! What's the time? Shit, I've got to get the cab back. It's on the shift. Ah! Oh, Jesus, tastes Wrong. Like a rat shot in it. Nico, jeez. I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out about? The door, turn left, then the first left at the diner, go down I'm one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down and we're right there on the left you're on the corner of Cisco about, Street. Man. It's really flash. We got lots of TDs and some incredible motors. Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Yes, Vlad. Sorry. Forgive me, okay? No,
please don't cut my cock off, eh? Okay, but yes, okay. Was für eine absolute Traumimmobilie, und dieses blinkende Haussymbol auf dem Radar zeigt den Eingang zum Apartment an. Hier können wir das Spiel speichern. Wie gewohnt ein Apartment, also eine Unterkunft, in der wir uns ins Bett legen und dann einfach das Spiel speichern können. Und dann geht's einfach 6 Stunden voran. So wie man das auch von GTA 5 zum Beispiel gewohnt war oder von anderen Teilen. Und das R-Symbol auf dem Radar zeigt dir an, wo du Roman treffen kannst. Also wo unsere nächste Mission stattfindet, ganz typisch GTA eben. Ja, das kennt man ja alles schon soweit, ne? So, wir schalten das System natürlich nicht ab, es speichert nämlich gerade. Und jetzt sollen wir uns mit Roman treffen, das heißt, wir sollen, gespeichert wurde ja gerade, das heißt, wir bewegen uns jetzt quasi das erste Mal. Und ich heiße euch nochmal herzlich willkommen zu Let's Play GTA 4 hier auf dem PC. Jawohl, ich spiele die PC-Version mit Xbox 360 Controller, ohne Grafikmods, ohne alles. Ich bin froh, dass das Ding so einigermaßen läuft. Und das war schon nicht so einfach, das Ding zum Laufen zu bringen. Naja, gut. Ich hoffe einfach mal, die GTA 5 PC-Version ist ein bisschen kompatibler. Zumindest fehlt ja da schon mal Games for Windows Live, das ist ja schon mal was wert. So, jedes Fahrzeug auf dem Parkplatz vor deinem Versteck speichern. Parke deinen Wagen dort und steig aus, dann bleibt er dort für dich stehen. Schön, wir haben nicht mal einen. Um deinen Gesundheitszustand zu verbessern, kannst du Fastfood-Verkäufer aufsuchen, zum Beispiel Hotdog-Stände. Ein leckeres Frankfurter Würstchen. Der Kreis um das Radar steht für deine Gesundheit und kugelsichere Weste. Der linke, grüne Hälfte zeigt deine Gesundheit. Das ist, spricht ja eigentlich auch für sich. Halte A gedrückt, um zu rennen. Tippe wiederholt A, um zu sprinten. Also hier, das ist Sprinten. Und das ist Rennen. Nur ganz normal, kennt man ja schon. So, und jetzt sind wir hier, also in Liberty City, nachdem wir Los Santos unsicher gemacht haben. Jetzt auf nach Liberty City. Und was macht man jetzt hier so im Essen? Wir haben ja nicht mal was zu essen. Wir haben nichts zu essen, wir haben im Grunde genommen, ja, wir haben nicht mal ein Auto, Mann. Wir müssen uns eins klauen, aber die Bullen sind da vorne gerade gewesen. Aber sieht schon geil aus, ne? Kann man echt nichts gegen sagen. Ich glaube, wir klauen uns mal das Auto hier. Oder das dahinter. Das ist noch schön. Ach, da hinten sind wieder die Cops. Meine Fresse, die patrouillieren hier ein bisschen öfter als in GTA 5, habe ich das Gefühl. Jetzt können wir auch fast schon hinlaufen. Machen wir direkt mal einen schönen Spaziergang hier durch Liberty City. Und wir haben ja Liberty City damals schon mal unsicher gemacht in einem Let's Play Together mit Mafuyu und Donaldi und Payset und Taros und so. Da haben wir ja tatsächlich schon mal GTA 4 gespielt gehabt. Aber eben nur den Einzelspieler, den Multiplayer. Jetzt zocken wir das Ding ja hier. Im Multiplayer. So, jetzt klaue ich mir mal das Auto hier. Raus mit dir! Pam! Nö, das machen wir nicht. Tschüss! So, aber schon mal direkt eine schöne Karre hier. So, ich will gar nicht aus dem fahrenden Auto hechten. Das ist doch ungesund, das tut doch weh. So, stell dich in die Markierung, um die Mission zu starten. Machen wir doch direkt mal. It's your call. Come on, big guy, either do some work or get out of here. We don't need jokers. Screw you! Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag. Shit. Jesus, Roman, you fucking idiota. How can I take you seriously? Very difficult, I think. Hello, Roman. Hello, Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Hi. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Thank you. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. Hey, Vlad. Great. You're fucking crazy, man. You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to lose. I know. I'm a fat prick. What can I do? Pay you debts? I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I treat you like an idiot, not a bitch, huh? I guess it's true. The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. Ho, I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet! Ouch.
Ah. Oh, good. Great. Yeah. Fantastic. Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Yes, he's all charm. Come on, Nico, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. Ja, wir merken es schon. Roman hat echt nur Freunde hier in Liberty City. Es klappt echt super. Ich muss mal ganz kurz in die Optionen schauen und checken, wie weit der Sound, also ob der Sound richtig eingestellt ist. Ja, siehst du, das dachte ich mir nämlich. Ich hoffe jetzt, das war nicht zu leise. Jetzt muss ich das irgendwie lauter stellen am Ende in der Aufnahme. Das muss ich dringend machen. Okay. So. Ja, dann steigen wir mal ein. Auf geht's. Roman. Let's rock around the block. Zum Eisenwarenladen? Okay. Ja, machen wir direkt mal. Hui. Doing some home improvements, Roman. You going to build this mansion you tell me about? Oh, funny guy. We're going to get money. In America, you need money to do anything. You're taking me to a backroom game where I'll win all the dollars we need to really see this town. Nightclubs, women, titties! You can play, right? DC Dober, Uovo Igri? I am the best. I kick all the asses that play me. They call me the janitor. Because you can't pay your debts and they make you mop the floor? Never, Ovatno. Funny. No, I'm the janitor because I always clean up. I always win. Get it? Chistach, Naravno. I seriously hope your cards are better than your nicknames. Only problem is I'm playing with some money I meant to give to these Albanian scumbags. Here's hoping they don't show up, eh? We got loan sharks after us. Roman, shtase deshava. After me, and it doesn't matter anyway. When I've played this game, I'll have enough money to pay them back 10 times. Oni su slabiću i osvakom slučaju. Oh ja, der Roman, der sieht das alles noch ziemlich gelassen. Nico, wait for me here while I go inside to clean up. Shit, I almost forgot. I'm giving you my old phone. My new number's in there. Also, wir haben auch wieder in diesem Spiel... Some Albanians show up in some shitty beige Willard. Those are the guys I owe money to. Do not hurt them. I know what you're like, Nico Bellic. You and your debts, Roman. Uvek isto, Nika drugačije. Also auch bei GTA 4 haben wir natürlich ein Handy, mit das wir öffnen können. Und zwar genau so. Ja, da können wir das Ding, die Nummer dann öffnen. Und mit grün wählen wir das Inventar, also das Menü. Und dann können wir hier alles Mögliche anwählen. Bleib im Wagen sitzen und halte nach Kredithaien Ausschau. Und natürlich können wir uns mit dem rechten Stick auch schön bewegen. Und das Auto umgrooven sozusagen. Und einfach mal checken, was da so abgeht. Da kommt jemand, das ist aber niemand für uns. Hier jedoch kommt ein sehr, sehr auffälliges Fahrzeug. Oh oh, Roman ruft an. What? It's so quiet out here, Roman. You winning? Molinte recida. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. Miss McCool. Drücke während eines Telefongesprächs nach unten, um die Konversation zu überspringen, oder B, um aufzulegen. Auch das kennen wir von GTA 5. So, ich denke mal, wir müssen den jetzt wahrscheinlich gleich anrufen, da werden wahrscheinlich gleich irgendwelche Kredithaie auftauchen. Aha, ein Taxi. Sehr auffällig. Und wir sehen auch schon, wie detailreich eigentlich GTA 4 auch schon war. Ah ja. So, Menü, Telefonbuch, Roman, anrufen. Pass mal auf, Roman. Ich sag dir da mal was. Cousin, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Shit, I'm down. You better get out of there. All right, I'm coming. Shit, komm schon, Roman. You're in much trouble, Bellic. Please don't hurt the men after us, cousin. They hate you enough as it is. Get us back to the depot, quick. Wow. Ja, bevor wir da jetzt zurück zum Depot fahren, würde ich mal sagen, wow, das Taxi. Verpieseln wir uns hier erstmal. Machen wir uns erstmal aus dem Staub. Rote Symbole stehen natürlich für Feinde, ist klar. Ich gucke aber erstmal, dass wir die Kredithaie loswerden. Just like the old days, eh? In the old days we were dodging bombs, not loan sharks. Fuck, ich hätte abbiegen müssen. Guck mal, ob das klappt. Jo, klappt. Sehr schön.
Okay, und jetzt nicht zu viel weg, die kommen nämlich. So können wir natürlich auch nach hinten gucken. Geht auch. Was drücke RB, um die Handbremse zu betätigen als Alternative? Wir haben, glaube ich... Ja, geht beides. Wir können mit RB und natürlich mit A die Handbremse betätigen. So sieht's nämlich aus. Huch, Entschuldigung. So, guck mal da oben, das Flugzeug. Die können wir natürlich hier leider nicht spielen. Also es gibt zwar einen Flughafen und so, einen Helikopter. Aber die Flugzeuge können hier nicht gesteuert werden. Das hatte Rockstar damals rausgenommen, weil sie gesagt haben, die Stadt wäre zu klein. That is why the ladies love me. Fuck those Shylocks, they'll get their money. We're here. Oh, you like your phone? Maybe one day you get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later, cousin. Achso, und das Auto dürfen wir auch behalten, oder was? Naja, okay. Finde ich gut. So, wir haben jetzt endlich ein bisschen Geld. Du kannst jetzt dein Telefonprofil jederzeit ändern. Klingelart und Ton anpassen. Ich würde sagen, das ist das Erste, was wir machen. Pass auf. Moment. Optionen. Klingeltyp. Klingeln. Vibrieren. Klingeln und vibrieren ist immer gut. Klingelton. Disco! Guck mal, wie er mitmoved da. Mit seiner Tasche. Super. Wie ist das hier? Komm, wir nehmen das. Das ist cool. Textgröße können wir ruhig mal groß machen. Klein. Geht nicht größer. Tastaturton lassen wir an. Schlafmodus ist nicht eingeschalten. Alright. Super. Dann düsen wir. Oh, ist da vorne los. Oh, guck mal, die haben einen verhaftet. Und der haut jetzt aber wieder ab. Und der Polizist kriegt das nicht mit, Mann. Okay, ich möchte hier gerne weg. Bevor die nämlich sehen, wer ich bin. Ja? Nico Bellic? Oder Bellic? Wie wird das jetzt ausgesprochen? Bellic oder Bellic? Das weiß ich leider immer noch nicht so wichtig. Ich sage immer Nico Bellic. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Ich weiß es nicht. So, wir parken jetzt einfach mal hier. Und essen jetzt noch was Schönes zum Abschluss dieser Folge. Dieser ersten Folge von GTA 4. So. Oh, ich habe gerade eine Textnachricht erhalten. Okay. Scheiße, ich brauche Hilfe. Komm zu mir ins Depot, Mann. Schnell. Rome. Okay. Machen wir gleich. Jetzt essen wir erstmal was. So, und genau sowas hat mir halt bei GTA 4 total gefehlt. Dass man hier tatsächlich sich hinhocken kann und kann was essen, das ist so geil. Aber das geht ja leider nicht mehr bei GTA 5. Das habe ich echt so ein bisschen vermisst. So, her mit dem Burger. Food and a handjob. Ja, das klingt gut. Den nehme ich. So, den gönnen wir uns den Burger auch. Guck mal, lecker, lecker, lecker. Sehr schön. Okay. Super. Da bedanke ich mich und da vorne steht unser Auto. Der gute Roman wartet bereits auf uns. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen hier bei der ersten Folge von Let's Play GTA 4. Es werden noch einige Folgen folgen. Das ist auch super. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, das war die erste Folge von Let's Play GTA 4. Viele haben sich darauf gefreut. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet bei der ersten Folge wie ich. Und ich freue mich schon richtig auf die kommenden Abenteuer, die wir mit Nico und mit seinem Cousin Roman so erleben werden. Und wir werden ganz sicher auch irgendwann mal eine Runde bowlen gehen mit dem Roman. So viel steht auf jeden Fall jetzt schon fest. Bis zur nächsten Folge, morgen 16 Uhr von GTA 4. Bis dahin.